Während Alain Gagnol im Studio Folimage an seinem nächsten Spielfilm arbeitet, erzählt er uns von seinem ersten Kurzfilm Der Egoist. Ich liebe es, meine Sätze mit dem Wort Ich zu beginnen. Ich habe Jean-Louis Felicioli bei Folimage kennengelernt. Ende der 80er Jahre haben wir beide als Trickfilmanimatoren dort gearbeitet. Er war auf Knetfiguren spezialisiert. Ich zeichnete auf Papier. Die Frau interessierte mich, weil mir schien, dass sie meinem Äußeren gleiche. Die Aufgabenverteilung hat sich ganz natürlich ergeben. Ich war fürs Drehbuch zuständig, Jean-Louis für die Zeichnungen. Aber umgesetzt haben wir alles gemeinsam. Wenn uns am Prozess des anderen etwas missfällt, wird es geändert. Aber er greift nicht in meinen Schreibprozess ein und ich nehme keinen Stift in die Hand. Ich habe mich sofort in mich verliebt. Für den Egoisten haben weder ich noch andere Personen als Vorlage gedient. Es macht Spaß, etwas so Extremes auf die Spitze zu treiben. Der Schluss sollte noch blutiger ausfallen, aber Jean-Louis hat mich gebremst und gemeint, dass wir am Ende wieder etwas Humor reinbringen sollten. Sie glich mir so wenig, dass ich begann, sie zu hassen. Die Inspiration für das Drehbuch war literarischer Natur. Das Drehbuch selbst ist wie eine sehr kurze Novelle, eine Seite lang. Ich wollte einen möglichst literarischen Text als Vorlage schaffen. Und auch die Zeichnungen stehen für sich. Sie bereichern den Text oder verändern ihn sogar. Der Zeichenstil von Jean-Louis hat etwas ganz Eigenes. Seine Zeichnungen haben einen starken Bildaufbau. Jean-Louis hat sich auf der Kunsthochschule auf die Restaurierung von Gemälden spezialisiert, auf klassische Malerei. Deshalb legt er so viel Wert auf die Bildgestaltung. Er bettet seine Figuren in den Hintergrund ein. Seine Zeichnungen haben einen allgemeinen Bildaufbau. Das macht die Animation nicht immer leicht, denn wenn man eine Figur bewegt, gerät die Komposition durcheinander. Aber es reizt mich auch als Animator, diesem Zwang zu unterliegen und mich durch die Bilder zu bewegen, ohne den Bildaufbau kaputt zu machen. Ich kann die Figuren auf verschiedene Art verzerren, weil es zeichnerisch passt. Das ist an dem Zeichenstil so interessant. Es sieht sehr gezeichnet aus, aber gleichzeitig wirkt es realistisch. Meine Geschichten haben einen eher realistischen Hintergrund. In all unseren Kurzfilmen spielt die Off-Stimme eine große Rolle, hauptsächlich in den ersten, denn ich war vor allem literarisch inspiriert. Bei diesem Unfall habe ich die Hälfte meines Gesichtes verloren. Der Egoist hat uns ein bisschen als Versuchslabor gedient. Davon ausgehend haben wir eine Reihe von 10 Mini-Tragödien entwickelt. Insgesamt haben wir 14 Kurzfilme gedreht, bevor wir uns auf längere Filme verlegt haben. Genau zur rechten Zeit, denn meine Inspiration für Kurzfilme war etwas versiegt. Ich wollte längere Geschichten erzählen, Charaktere entwickeln. Manchmal verharre ich in ihm, ziehe es in die Länge. Es tut so gut. Ich mag Kurzfilme. Ich finde das Schreiben interessant. Und ich hoffe, noch weitere zu drehen. Meter über dem Boden hält ein Arbeiter auf einem Stahlträger seine Chefs in Atem. Gipfelgespräch von Xavier Giannoli aus dem Jahr 1995.